Die Geschichte der Chororgel in der Kirche St. Petri Buxtehude begann in den 1970er Jahren. Im benachbarten Stade wurde die Schnitger-Orgel grundlegend rekonstruiert. Dabei wurde das schöne Gehäuse des Rückpositivs, das Paul Ott 1949 für diese Orgel als Ersatz für das verloren gegangene Rückpositiv gebaut hatte, überflüssig. Es wurde nach Buxtehude gebracht und von der Orgelbauwerkstatt Hillebrand 1974/75 für eine Chororgel mit barockem Klang verwendet. Damit hatte wieder ein Hauch ab Schnitger Einzug in die Kirche gehalten. In St. Petri baute er nämlich 1701 eine große Barockorgel, die allerdings bei dem Turmbrand 1853 zerstört wurde. Die St. Petri-Gemeinde wollte möglichst schnell wieder eine Orgel in ihrer Kirche haben und so baute 1859 Philipp Furtwängler die größte frühromantische Orgel in Norddeutschland. So steht seitdem die Frage im Raum, wie wohl die barocke Schnitger-Orgel in diesem herrlichen Kirchenraum geklungen haben mag. 2006 restaurierte Orgelbaumeister Rowan West, einer der besten Rekonstrukteure Schnitgerscher Orgeln, die Furtwängler-Orgel und identifizierte dabei 25 Pfeifen, die zweifelsfrei von ab Schnitger stammen, gewissermaßen ein Gruß Schnitgers aus dem Jenseits. Zu dieser Zeit wurde mehr und mehr der Renovierungs- und Erweiterungsbedarf der Chororgel deutlich. Zudem bestand der Wunsch, das Instrument als Chororgel einer anspruchsvollen Kirchenmusik zu nutzen und dafür um zumindest zwei Register zu erweitern. Alles schien schwierig umzusetzen, da das Gehäuse zu wenig Platz bot, bis Orgelbaumeister Robin West 2017 ein überzeugendes Konzept vorlegte, welches eine umfassende Erweiterung mit unter anderem vier neuen Registern und einem zweiten Manual vorsah. Dabei wurde die Frontansicht sowie alle vorhandenen Register erhalten und alle Erweiterungen wurden in der Verlängerung des Gehäuses untergebracht. Bei der Planung und im Entwurf der Gehäuseerweiterung arbeitete Rowan West vor allem mit dem Architekten-Ehepaar Judith und Carsten Ley aus Buxtehude eng zusammen, um die Erfordernisse des Denkmalschutzes von Beginn an einzubeziehen. Bei der notwendigen Veränderung führt Rowan West den Stil der Orgel weiter, der bereits durch das Gehäuse und das vorhandene Pfeifenmaterial definiert ist. Im Januar 2019 konnte der Auftrag an die Orgelbaufirma Rowan West vergeben werden, aber es ging noch weiter. Ab Ostern 2020 wurde durch große private Spenden der Bau weiterer Register möglich und zudem sollte die Orgel eine einheitliche Farbfassung erhalten. Mit all diesen Erweiterungen würden sich die musikalischen Möglichkeiten in St. Petri enorm erweitern. Der Förderkreis Kirchenmusik Musica Viva e.V. brachte das Projekt in die Öffentlichkeit und erwirtschaftete über verschiedene Projekte, wie unter anderem die Vergabe von Pfeifenpatenschaften, Klangpaketen und dem Markt der schönen Dinge, das Geld für die Maßnahme. Mit einem großen Konzert bei voller Kirche wurde die Orgel im Frühjahr 2021 verabschiedet. Für die Restaurierung war ein knappes Jahr geplant. Ich gehe dann mal. Mit dem Frühling komme ich dann ja auch schon wieder zurück und dann habe ich einige musikalische Überraschungen mit im Gepäck. Am Tag nach dem Konzert begann der Abbau. Pfeifen wurden ausgebaut und in speziellen Kisten verpackt. Das Gehäuse wurde auseinandergebaut und alles wurde sorgfältig verpackt, verladen, in die Werkstatt von Rowan West nach Altena gebracht und dort zur eingehenden Begutachtung ausgebreitet. Eine Woche später zerstörte die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal die Werkstatt und
damit auch die darin befindliche Chororgel von Buxtehude. Die Mitarbeiter der Werkstatt haben die Katastrophe überlebt. Robin West ist nach der Flut nach Nassau an der Lahn gezogen und von dort aus hat er mit befreundeten Orgelbauern, mit denen er zum Teil seit Jahren zusammengearbeitet oder sie auch selbst ausgebildet hatte, einen Neuanfang seiner Firma eingeleitet. Nach einer Neuaufstellung der Planung und nachdem die Ausweichwerkstätten frei waren, wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Die Chororgel wird durch diese Tragödie und dem damit verbundenen Verlust der Substanz ein vollständig neu gebautes Instrument. Die Konzeption hingegen wurde beibehalten. Als besonderes Element waren Robin West nach dem Verlust der ursprünglichen Chororgel die modern interpretierten Schleierbretter als neues Element wichtig. Die Holzbildhauerin Christiane Sandler schnitzte sie in Wellen- und Wirbelformen in Anlehnung an das Wasser, in der die Orgel verloren ging, aber auch in Erinnerung an die Taufe, in dessen Nähe die Orgel ihren Standort hat. Die Arbeiten waren im vollen Gange, als fast zwei Jahre nach der Flut, am 17.05.2023, Robin West nach langer Krankheit im Alter von 70 Jahren verstarb. Die Chororgel von Buxtehude wird nun als letztes Instrument der West GmbH durch die freien Mitarbeiter im Sinne von Robin West fertiggestellt.